Dann begrüße ich alle ganz herzlich, auch alle, die sich jetzt noch dazugeschaltet haben und live dabei sind, zur zweiten Ausgabe unseres CEO-Talks, Hashtag Repowerment, unserem Videocast von DUB und von Kienbaum. In diesem Format sprechen wir über spannende Themen. Wir sprechen über Digitalisierung, wir sprechen über Green Tech, wir sprechen über Nachhaltigkeit und das immer mit Unternehmen, die dann von ihrem Weg berichten, von dem Weg, den sie schon zurückgelegt haben, von dem Weg, den sie noch vor sich sehen und den auch einfach jedes Unternehmen gehen wird, spätestens seit jetzt in der letzten Woche beschlossen wurde, dass der European Green Deal zum Gesetz wird. Aber wie man das eben macht, wie man diesen Weg geht, mit welcher Haltung, mit welchen Ideen, mit welchem Bewusstsein. Darüber soll noch und kann auch ganz viel diskutiert werden. Und das machen wir heute mit dem Thema die Disruption tradierter Geschäftsmodelle, wie Unternehmen mit Green Tech und mit Digitalisierung erfolgreiche Wege gehen können. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir eine ganz spannende Runde zusammenstellen konnten. Ich begrüße ganz herzlich Bettina Rothermund. Sie Hallo. ist Head of Strategic Marketing IoT Siemens und begleitet unter anderem andere Unternehmen bei deren Weg in Sachen Digitalisierung. Frau Rothermund, schön, dass Sie da sind. Danke, dass ich dabei sein darf. Dann haben wir einen Mann, der nach Stationen bei Twitter und Google jetzt ein Unternehmen führt, das schon digitalisiert ist, das ein digitales Produkt auch anbietet, nämlich CEO Thomas de Boer vom Sport-Streaming-Dienstanbieter DAZN. Hallo, Herr de Boer. Ja, hallo, vielen Dank und herzlichen Dank für die Einladung. Genau, ich freue mich ganz so, dass Sie dabei sind. Dann unser dritter Gast ist Sven Lindig. Er führt in dritter Generation das Familienunternehmen Lindig Fördergruppe, ist erfolgreich mit Intralogistik, mit Gabelstaplern hat jetzt aber auch noch mal einen ganz neuen Weg beschritten in der Energietechnik, der Umwelttechnik und in der Luftfahrt mit dem Ziel klimaneutrales Fliegen. Sven Lindig, hallo. Und last but not least unseren Partner, unseren Host dieses Talks, Fabian Kienbaum, CEO bei Kienbaum Consultants. Herr Kienbaum, hallo. Hallo zusammen. Genau. Und Herr Kienbaum, wir hatten ja in der ersten Ausgabe gesprochen über den Wandel in der Wirtschaft, weg vom Turbokapitalismus hin zum Impact-Kapitalismus. Und da wollen wir heute so ein bisschen dran anknüpfen. Spätestens seit dem European Green Deal, der jetzt zum Gesetz geworden ist, müssen sich Unternehmen damit beschäftigen. Und da gab es ja auch in dieser Woche wieder viel Bewegung, denn einige Umweltschutzorganisationen hatten ja auch gegen diesen European Green Deal geklagt, teilweise erfolgreich, weil der ihnen eben nicht weit genug geht. Und Herr Kienbaum, da interessiert mich Ihre Einschätzung. Glauben Sie, dass diese gesetzlichen Klimaschutzvorgaben den entscheidenden Impuls geben werden bei einem wirklichen Wandel in der Wirtschaft? Ja, also ich glaube, wir hatten beim ersten Mal in der Tat noch nicht vom Turbokapitalismus, das ist immer so negativ belegt, aber vom Finanzkapitalismus und dem epochalen Wandel, den wir gerade beobachten dürfen, gesprochen. Und ich glaube, dieser Grundgedanke hin zum Impact-Kapitalismus ist schon richtig. Und was Sie angesprochen haben in Bezug auf die Rahmenbedingungen, finde ich persönlich auch. Man mag jetzt über die Details schreiben, Sie hatten das erwähnt, einigen geht es noch nicht weit genug, anderen vielleicht doch. Aber die Grundrichtung ist gesetzt. Und was ich persönlich gut finde, so wie man es ja auch im unternehmerischen Kontext macht, man setzt sich ein Ambitionsniveau und versucht es zu erreichen. Wenn man sich mit den Details beschäftigt, erkennt man ja doch, so wie wir heute unser Wirtschaftsleben bestreiten, unser gesellschaftliches Leben, ist es eine große Herausforderung, sagen wir mal, insbesondere auch für die Europäische Union, diesen Weg erfolgreich zu beschreiten. Und diese Rechtsprechung insofern, die sind ja jetzt eine Form von Benchmark. Und wir haben ja auch durch diese Corona-Phase jetzt nochmal erlebt, vieles ist in Bewegung und vieles wurde aber auch nochmal sehr kritisch hinterfragt. Da haben wir persönlich viele Erfahrungen, glaube ich, gesammelt, aber auch in einem gesellschaftlichen Kontext. Und insofern erachte ich es als absolut unerlässlich, dass dieser Grundgedanke sich manifestiert, zu sagen, während wir in der Vergangenheit häufiger uns mit dem Thema auch aus unternehmerischen Sicht, aus einer wirtschaftlichen Sicht begnügt haben, zu sagen, Profitmaximierung, das ist die wesentliche Aufgabe,
sowohl Umwelt als auch Gesellschaft als wesentliche weitere Stakeholder zu betrachten und dann zu überlegen, wie wir es übersetzen. Und da ist der Staat, da sind die Regierungen in meinem Verständnis aufgerufen, eben die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen und dann mindestens die Richtung vorzuweisen. Und das ist jetzt hiermit gegeben. Sie haben einen guten Einblick in die Unternehmenslandschaften. Und mich würde auch interessieren, wie sehen Sie das in den deutschen Unternehmen? Haben Sie das Gefühl, dass da schon noch so diese Haltung vorherrscht, dass es zwar total begrüßenswert ist, sich grün auszurichten, aber eben auch diese Haltung vorhanden ist, dass man einfach befürchtet, seine Wettbewerbsfähigkeit einzubüßen, wenn man sich nachhaltig ausrichtet, während wiederum andere Unternehmen oder auch andere Nationen sich ganz anderen und vor allem ökonomischen Prämissen dann den Vorzug geben? Zwei Gedanken dazu. Der erste ist, Sigmar Gabriel hat es neulich nochmal im Interview gesagt, das war zwar in einem anderen Kontext, aber da wurde darüber gesprochen, dass wir Europäer uns mittlerweile fast wie die Vegetarier oder er sagte, glaube ich, sogar Veganer in einer Welt von Fleischfressern bewegen, ja, weil wir relativ zahnlos sind. Da war es aber eher die Frage, wie agieren wir eigentlich machtpolitisch in einer globalisierten Welt? Aber das jetzt nur übertragen auf den Grundgedanken Industriepolitik und eben die Chancen und Potenziale, die entstehen. Ich bewerte das so, auch aus dem Kontext von Investoren ist ja mittlerweile ESG-getrieben ein extremer Druck entstanden und wahrscheinlich auch ein richtiger Druck. Und der nimmt weiter zu, aber nicht nur aus Selbstzweck, sondern weil mit dem Investitionen in nachhaltige Geschäftsmodelle und in eine Verschiebung auch in Richtung Green Tech, ja am Ende, glaube ich, sehr gute Renditechancen erwartet werden. Also das ist mal aus der einen Sicht. Das heißt, selbst wenn ich mich als Unternehmen dagegen strebe, der Investorendruck steigt massiv, gibt es ja einen Switch und die Summen, die mittlerweile da hineinfließen, sind ja exorbitant groß. Also der Druck entsteht als solcher. Und damit einhergehend ist, glaube ich, die Chance eigentlich für unsere Volkswirtschaften eben auch zu sagen, wir werden technologisch so gut und wir bieten so gute Produkte an, dass wir das wiederum zu einem Exportschlager machen, ja, wenn Sie so wollen. Und ich glaube, das ist eine Riesenchance, die wir in Europa haben, eben eingebettet auch in unser grundsätzliches Werteverständnis. Und da stehen wir heute. Das ist, glaube ich, ein Riesenstretch und eine große Veränderung, die wir erwarten werden. Aber wir können sie eben auch beherzt angehen. Also die Rahmenbedingungen dafür sind gut, dürfen nicht naiv sein. Der Wettbewerb wird nicht schlafen. Wir sind nicht die Einzigen, die sich damit beschäftigen. Aber wir haben eine veritable Chance. Und die Investoren haben das auch erkannt. Ich glaube, das Bewusstsein dafür, dass der Wandel kommen muss, das bestreitet ja auch keiner mehr. Und die Ambitionen sind da. Aber so ein Wandel muss ja auch immer getragen werden von einer guten Unternehmensführung. Und das wiederum steht ja auch ganz eng mit dem Thema Diversität. Es wurde, ich glaube, das war im Februar dieses Jahres, eine Studie veröffentlicht mit den 100 häufigsten Namen in Chefposten in mittelständischen deutschen Unternehmen. Und das war so eine ganz witzige Headline. Da stand dann drin, viele Andreasse, selten mal eine Anja und kaum ein Ali. Was meinen Sie, warum tun sich deutsche Unternehmen so schwer damit, ein bisschen diverser zu werden? Es würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen, alle Gründe dafür jetzt in Erfahrung zu bringen. Für mich ist ja entscheidend, ich glaube, auch da hat sich gesetzt, dass auch Diversität, Inklusion jetzt mal im breiteren Kontext auch über das Geschlecht hinaus absolut essentiell ist. Ja. Und nachdem wir lange Zeit gehofft haben, dass Unternehmen sich aus ihrer eigenen Kraft verändern, haben ja jetzt auch entsprechende Gesetzesvorgaben, also Aufsichtsräte jetzt auch für Vorstandsquoten. Und die werden, glaube ich, ein dienendes Vehikel sein, diese Veränderungen dann eben auch in entsprechende Richtung zu tragen. Und Sie hatten auch in Richtung Familienunternehmen angesprochen, mittelständische Unternehmen. Ja, die Veränderung gibt es auch in diese Richtung. Es kommt wirklich eine Nachfolgegeneration auch von vielen Unternehmerinnen nach. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da jetzt mit den Babyboomern, die mehr und mehr in Rente gehen, doch sehr, sehr viele Veränderungen erleben werden. Und dass die nächste Generation von Entscheiderinnen und Entscheidern auch deutlich diverser aufgestellt sein wird und auch denkt und handelt. Herr Kienbaum, erstmal vielen Dank für Ihre Einschätzung. Sie haben jetzt viele Impulse gegeben und die möchte ich jetzt gerne weiterleiten an Bettina Rotermund. Denn Frau Rotermund, Sie bekommen ja auch ganz viel mit, was die Digitalisierung von Unternehmen angeht. Und wir spielen jetzt mal ein bisschen Schule und Sie vergeben die Noten im Fach Digitalisierung. Oha. Wer ist denn da die Branchenbeste?
Oder die Klassenbeste, also welche Branche ist die Klassenbeste und bei welcher Branche würden Sie sagen, ah, die ist ein bisschen versetzungsgefährdet? Also es ist immer die Frage, aus welcher Perspektive man sich der Sache nähert. Ja? Also sicherlich, wenn man sich das ganze Thema Medizintechnik anguckt, was da heute schon im Bereich der Digitalisierung möglich ist, hat diese Branche einen unfassbaren Sprung nach vorne getan. Ja? Auch die Finanzbranche, die ja lange gebeutelt war, die hadert da an vielen Punkten noch so mit sich. Wenn wir uns so angucken, wir schauen halt in viele Mittelstandsbereiche, da gibt es auch Klassenprimusse, ohne Frage. Und dann gibt es Menschen, die sich noch fragen, warum soll ich das eigentlich tun? Also es ist immer die Frage, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Wir sehen das im Grundsatz so, dass Digitalisierung ja kein Selbstzweck ist. Ja? Also man steht ja nicht morgens auf und sagt, ah, Buzzword Digitalisierung, mache ich jetzt mal mit. Sondern es braucht schon auch so diese brennende Plattform, auf der man dann sitzt und man merkt, jetzt wird es langsam warm unterm Stuhl. Ich muss jetzt hier was tun und ich habe jetzt hier einen großen Bedarf, weil ich ansonsten in 5 Jahren einfach nicht mehr existent bin. Und das haben wir über alle Branchen. Das ist allen Branchen gemein. Bei dem einen ist es stärker ausgeprägt, bei dem anderen, die eine ist schon wacher, die andere schläft noch so ein bisschen. Und wir sehen, dass überall. Grundsätzlich ist der Bedarf an Digitalisierung eben auch getrieben durch diese Disruptionswellen, die wir ja immer mal wieder sehen, die dann über ganze Branchen hinwegschwappen. Und wir haben das, glaube ich, jetzt zuletzt sehr, sehr klar in der Pandemie gesehen. Das ganze Thema Einzelhandel wird einfach massiv jetzt überrollt durch das Thema Onlinehandel, aus der Not geboren, ja, oder aus der Situation geboren. Und da haben viele, viele Kunden natürlich riesengroße Fragen. Jetzt kommt auf die Corona-Pandemie, die ja schon viel nochmal beschleunigt hat im Sinne der Digitalisierung, kommt natürlich jetzt das Thema Sustainability noch obendrauf. Und unsere Kunden stehen oft vor diesem Berg und sagen, naja, jetzt kommt der Green Deal oder in Amerika ist es die Biden-Administration, die da jetzt ordentlich Gas gibt. In China ist es der 5-Jahres-Plan, der da auch reinschlägt. Der Middle East ist jetzt auch aufgewacht und sagt, wir haben jetzt auch demnächst Vorgaben. Also das ist ja ein ubiquitäres Thema für die gesamte Welt. Und viele unserer Kunden sagen, ja, okay, ich will jetzt dekarbonisieren und wie mache ich das? Und haben einfach ein riesen Fragezeichen über dem Kopf und wissen überhaupt nicht, wo sie anfangen sollen. Ne? Also da bedarf es, was das Thema Digitalisierung anbelangt, insbesondere jetzt das Thema Environmental Sustainability, noch ordentlich Aufklärarbeit, dass die Menschen überhaupt verstehen, wie es geht, wohin es führen soll und was jeder von uns selber tun kann. Ja, haben Sie denn aber wirklich das Gefühl, dass es da bestimmte Branchen ganz extrem trifft, die da so wahnsinnige Schwierigkeiten noch haben? Naja, wenn wir uns jetzt mal das typische Thema Fabriken anschauen, ja, da hat man ja große und kleine und wenn man sich jetzt den Grad der Digitalisierung in Fabriken anschaut, dann ist da noch ordentlich was zu tun. Ne? Und das ist nach Ländern auch völlig unterschiedlich. Es gibt Länder, die sind schon weiter. Ich glaube, Deutschland ist da eigentlich ganz gut gelitten, was das Thema anbelangt. Aber man muss sich nicht ohne Grund, hat Joe Biden da jetzt ein riesen Infrastrukturprogramm in Gang gesetzt. Man muss sich dann doch mal nach rechts und links umschauen, auch in Indien, in China. Es gibt sehr, sehr viel sogenanntes Brownfield, also veraltete Fabriken, die jetzt im neudeutschen Begriff würde man sagen, retrofitted werden müssen, also in die Neuzeit geholt werden müssen. Und das ist auch nur gut so, denn viele unserer Kunden bringen das nicht übereinander, Sustainability und geschäftsmäßig erfolgreich zu sein. Ja? Und das schließt sich nicht aus. Im Gegenteil, wenn man Sustainability begreift und auch sagt, ich bringe meine Maschinerie jetzt hier auf Vordermann, ist es auch mit großen Einsparungen verbunden. Also das heißt, das Investment, was man für Sustainability ausgibt, holt man über die Einsparungen relativ schnell wieder rein. Und überhaupt das mal klar zu machen in den verschiedenen Branchen, insbesondere in dem gesamten Produktionsumfeld, das ist auch unsere große Aufgabe, der wir uns gerade stellen, um wirklich eine bessere, nachhaltigere Zukunft zu erwirken. Ihr Überblick ist ja auch sehr international. Mhm. Wenn Sie das mal vergleichen und dann wiederum zur deutschen Wirtschaft gehen und wir dann bei den Noten bleiben, wie sehen Sie da, welche Schulnote würden Sie denn Deutschland geben im Fach Digitalisierung? Also ich glaube, Deutschland ist irgendwie schon ganz gut unterwegs und ich würde jetzt Deutschland mal so auf eine 3 setzen. Ja? Also es gibt immer noch Luft nach oben und ich denke, es liegt in erster Linie auch an dem Mindset. Ja? Also viele hängen halt noch so in dieser althergebrachten Welt, ich produziere jetzt hier. Und viele unserer Kunden sagen aber auch ganz klar, ich spüre den Druck der neuen Wettbewerber. Also nicht der Usual Suspects, die wir alle immer schon kannten, ja, die ja auch wir als Siemens haben, sondern Startups, die einfach auch keine,
keine große Historie mitschleppen müssen und dementsprechend keinen großen Mitarbeiterbestand, sondern die aus 3, 4 Mitarbeitern eine neue Lösung schaffen, die auf einmal den Markt attackiert. Und da wird Deutschland viel zu langsam wach, das muss man auch sagen. Und ich würde mir wünschen, ich persönlich würde mir wünschen, dass da auch mehr Initiative aus der Regierung kommt. Aber wir sehen auch viele, viele Mittelständler und viele große Familienunternehmen, die werden selber wach und spüren das am eigenen Leib, dass da jetzt was zu tun ist und können und wollen auch nicht mehr darauf warten, dass jetzt von irgendwoher die Marschroute vorgegeben wird, sondern setzen sich selbst in Gang und suchen sich die richtigen Partner, um das umzusetzen. Sie haben eben auch angesprochen, dass viele Unternehmen sich noch schwer damit tun, dass es einfach viele Anforderungen gleichzeitig auf sie zukommt. Also man soll digital werden, man soll divers werden, man soll aber auch nachhaltiger werden. Vielleicht haben Sie aber auch aufgrund Ihrer Arbeitserfahrung ein Beispiel, wo Klimaschutz und Digitalisierung richtig gut miteinander zusammenpassen. Ja, richtig. Wir haben kürzlich mit der Stadt Aspern und unserem Partner Microsoft ein großes Projekt gelauncht, weil die Stadt Aspern erkannt hat, wenn wir wollen, dass die CO2-Werte in unserer Stadt sinken, dann müssen wir was tun. Und das Erste, was wir tun können, ist, auf Elektromobilität zu setzen. Ja, jetzt hat Elektromobilität einen kleinen Nachteil, wenn dann abends um 18 Uhr alle Leute nach Hause fahren und ihr Auto an die Schnellladestation dübeln, dann geht ihnen ihr Energieniveau ordentlich in die Knie. Ja? Und deshalb muss man für diese Elektromobilität auch die passende Ladeinfrastruktur bauen. Und das hat sich die Stadt Aspern vorgenommen, mit uns zusammen einen sogenannten City Graph zu bauen. Und in diesem City Graph haben wir die Möglichkeit, das Energieniveau zu managen und dafür zu sorgen, dass überall dann zu dem Zeitpunkt, wo er gebraucht wird, das richtige Energieniveau da ist. Und damit relativ schnell zum Sinken des CO2-Bestandteils innerhalb der Stadt beitragen. Und das ist für uns eins unserer liebsten Beispiele, weil es absolut zukunftsgerichtet ist, weil es Sustainability trägt und weil aber eben auch der Erfolg der Stadt davon abhängt, dass man jetzt diesen Schritt geht. Frau Rothermund, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung, für Ihren Einblick in Ihre Arbeitserfahrung. Und ich denke mal, dass Sie der Zone im Fach Digitalisierung eine ganz gute Note geben würden wahrscheinlich. Ja. Und damit möchte ich dann nämlich gerne zu Thomas de Boer kommen. Denn ja, Sie sind CEO bei The Zone, dem Sportstreaming-Dienstanbieter. Und ja, Sie haben den anderen Unternehmen schon sehr viel voraus, denn wahnsinnig viele Unternehmen kämpfen ja noch richtig mit der Digitalisierung. Und Ihr Produkt ist ja schon richtig digitalisiert. Sie lassen sich jetzt nicht von mir ärgern, wenn ich Sie ein bisschen piesacke und dann sage, naja, dann könnten Sie sich ja theoretisch auch zurücklehnen oder können Sie doch noch mal irgendwie eins draufsetzen in Sachen Digitalisierung. Naja, also mit dem Zurücklehnen kommt man schlecht nach vorne, nicht? Das ist, glaube ich, relativ einsichtig. Und wir werden demnächst 5, so jung sind wir noch. Das bringt zum einen den Vorteil, dass man natürlich dann nicht alte Strukturen abreißen muss, weil es gar nicht gibt. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch zuerst einmal einen Riesendruck, überhaupt den Service hinzustellen, dass er überhaupt technisch funktioniert, dass man die Rechte bekommt, Leute einstellt, das Marketing, die Marke aufbaut etc. Und da haben wir in diesen 5 Jahren einen rasanten Verlauf hinter uns. Wir sind angefangen als Nischenanbieter und sind mittlerweile, glaube ich, darf man sagen, im Mainstream angekommen. Ab dem August haben wir dann auch große Bundesliga-Rechte, große Champions-League-Rechte. Da sind wir also durch eine sehr schnelle Entwicklung gegangen und das mit Zurücklehnen schwierig zu holen. Die Frage ist natürlich hier, wir haben keinerlei alte Strukturen, insofern fällt es uns sehr viel leichter zu agieren. Wir arbeiten mit insgesamt durchgehend einem sehr jungen Personal im Schnitt, das ist also das, was Fabian gerade angesprochen hatte, diese ganzen Demografien etc., die da auftauchen, diese Schwierigkeiten, das sind alte Strukturen, die wir gar nicht haben sozusagen. Also müssen da nichts aufbrechen, sondern wir können uns eigentlich direkt hineinbegeben, auf das Geschäft konzentrieren. Ich bin Ostfriese und habe sehr viel Zeit im Silicon Valley verbracht. Also da ist Green und Tech per se sehr dicht beisammen schon quasi gegeben. Insofern muss mich da auch niemand treiben in diese Richtung. Das liegt sehr viel in meiner DNA, liegt sehr viel in dem, wie ich groß geworden bin, wie ich gearbeitet habe. Insofern brauchen wir sozusagen, wir diese Regulierungen etc. bräuchten wir nicht. Ich sehe aber insgesamt schon, um das aufzugreifen, was vorhin gefragt wurde, schon einen gewissen Sinn auch in eine Notwendigkeit in Regulierungen aller Art oder in Vorgaben. Weil es gibt, glaube ich, auch eine klare Reling, wo man hingehen sollte. Und wenn man das ein bisschen mehr als Guidance betrachtet, so
So, was will Sinn machen, wo müsste man sich dann orientieren? Das ist, glaube ich, auch eine gute Hilfe. Insgesamt denke ich, dass Unternehmen auf Dauer, ich weiß nicht, ob sie in Schwierigkeiten geraten werden, aber zumindest werden sie Vorteile verpassen. Denn diejenigen, die sich auf diesen Feldern sehr gut aufstellen, da wird sich per se ein Vorteil daraus ergeben. Denn wenn ich nicht in den Sport reinschaue, zum Beispiel ein Fußballclub, der sich sehr nachhaltig aufstellt, wird sicherlich Partner gewinnen im Markt, die sonst nicht zu ihm kommen würden. Also er könnte auf sein bestehendes Partnerset neue Partner zugewinnen. Insofern gibt es einfach neben allen Regelungen, Gesetzen und Bestrafungen, was auch da lauert, einfach auch für mich ein Riesenargument, was eine Vorteilhaftigkeit mit sich bringt, wenn man an diesen Stellen einfach sehr gut und sinnvoll aufgestellt ist. Also bei der Digitalisierung haben Sie definitiv die Nase ganz weit vorn und das ist ja auch eines der großen Themen unserer Zeit. Da hat Corona natürlich nochmal so ein bisschen den Finger in die Wunde reingelegt. Das andere große Thema ist aber die Nachhaltigkeit und man hat jetzt mittlerweile festgestellt, so richtig nachhaltig ist das Stream nicht. Es ist auch nicht einer der richtigen Bad Boys, aber mich würde interessieren, welches Bewusstsein es dafür bei DAZN gibt für das Thema CO2-Ausstoß und Streaming und ob man vielleicht auch gerade so ein bisschen tüftelt an Strategien, wie man diesen CO2-Ausstoß verbessern kann oder mindern kann. Ja, ich habe es gerade gesagt, wir sind ein junges Unternehmen und das sind natürlich Themen, die nicht an Tag 1 da sind, sondern die entstehen über die Zeit. Wir sind vor einem Jahr etwa angefangen, uns mit dem Thema CSR als solches viel, viel intensiver zu befassen. Haben da uns erstmal intern organisiert, haben in der Zwischenzeit einen externen Partner gefunden, mit dem wir Dinge auch weiterentwickeln, also Spezialisten, und kommen jetzt wahrscheinlich in absehbarer Zeit mit diesen Themen auch nach extern. Ich kann aber leider hier noch nichts dazu sagen. Das ist noch zu früh. Das Thema Streamen, da gibt es jetzt verschiedene Untersuchungen. Das letzte ist jetzt gerade zeitlich betrachtet, das letzte rausgekommen ist vom Bundesumweltministerium. Und das zeigt, dass die Ökobilanz des Streamens eigentlich sehr stark dadurch geprägt wird, über welchen Kanal letztlich, über welche Verbindung gestreamt wird. Wenn so jemand dort mit einer 3G- oder 4G-Verbindung am Streamen ist, ist natürlich der Verbrauch dramatisch höher, als wenn er über ein Glasfaserkabel geht, über 5G, aber auch das VDSL als solches macht einen Riesenunterschied. Wir haben in der Zeit der pandemischen Zeit gelernt, dass wir in der Vergangenheit unglaublich viele Reisen völlig umsonst gemacht haben, weil ich lebe in Hamburg, ich habe ein Büro in München, in Berlin und in London. Ich war in den letzten 13,5 Monate, sind schon wieder Wahnsinn, dreimal unterwegs. Und es funktioniert alles wunderbar, es funktioniert alles gut. Und jetzt ist die Frage ja, was muss eigentlich dann wieder zurückkommen und wie bringt man denn diese Sachen wieder sozusagen, kann man nicht auch Energieverbrauch, wenn man kann natürlich die Technologie weiterentwickeln, das tun wir auch, aber die andere Frage ist ja auch dabei, was kann man denn an den kleinen, vielen Sachen machen, die so im Büro passieren, ja? Was für eine Klimaanlage habe ich und brauche ich überhaupt eine? Müssen wir überhaupt reisen, müssen wir unterwegs sein? Ich glaube, da liegen ganz viele Dinge, wo jeder im Unternehmen ganz schnell mitmachen kann, die Ziele zu verbessern. Das ist das, wo ich, glaube ich, momentan den Fokus im ersten Schritt sehr stark bei uns intern hinlege, dass wir neben den ganzen Reisen, die wir machen etc., einfach die Technologie immer weiter für uns arbeiten lassen und immer weniger einfach unterwegs sein müssen. Genau, einige Dinge haben Sie da auch angesprochen, weil das wollte ich Sie nämlich auch noch fragen, wie Sie denn auch sehen, wie die Digitalisierung wiederum den Beitrag leisten kann für den Klimaschutz. Naja, wir haben nun ja gesehen, in der Pandemie sind unglaublich viele Dinge vorangetrieben worden, die bis dahin nur schleppen, nehmen wir nur die Videokonferenz. Wir machen gerade eine Videokonferenz. Wahrscheinlich wären wir, vor 2 Jahren hätten wir uns irgendwo getroffen physisch und hätten daraus eine Veranstaltung gemacht. Das ist insgesamt, muss man sagen, sind unheimlich viele Dinge beschleunigt, verkürzt und schneller implementiert. Und das gibt einen letztlich dann natürlich auch diesen nötigen Druck, diesen wirtschaftlichen Druck in das System hinein, damit Unternehmen sich einfach auch an dieser Stelle sehr, sehr nachhaltig und effizient aufstellen. Da hat die Digitalisierung, glaube ich, eine Riesenchance, aber auch da sind wir nach meinem Dafürhalten momentan noch am Start. Da gibt es so viel Technologie, die noch eingebracht werden können, so viele Unternehmen, die noch entstehen, die schon entstanden sind oder noch entstehen müssen, um entsprechend diesen Push voranzutreiben. Aber mit einem veränderten Verbraucherverhalten kommt auch mal eine neue Marktchance und mit der Marktchance werden Unternehmen und Technologien plötzlich eingesetzt, die das lösen können.
Herr de Boer, dann von einer Ostfriesin übrigens an den Ostfriesen. Nochmal vielen Dank für Ihre Einschätzung auch und den Einblick, den Sie uns gewährt haben bei The Zone. Damit möchte ich sehr gerne jetzt an unseren dritten Gast mich wenden, an Sven Lindig. Herr Lindig, Sie führen, wenn ich richtig, in dritter Generation das Familienunternehmen und sind momentan sehr erfolgreich mit Gabelstaplern. Und da hat natürlich die Innovation immer so graduell stattgefunden. Aber Sie haben ja auch noch mal das Projekt klimaneutrales Fliegen. Ganz neu gehen Sie da die Wege. Und mich würde zu dem ersten, zu den graduellen Unterschieden, zu den graduellen Innovationen oder Änderungen interessieren. Wie haben Sie das gemacht, dass Sie sich nach und nach mit einem bereits etablierten Geschäftsmodell nachhaltiger ausgerichtet haben? Ja gut, bei uns ist es ja so, wir haben 1990 mit dem Vertrieb von Gabelstaplern angefangen und hatten dort schon auch mit Elektromobilität seitdem zu tun, weil schon seit den 70er Jahren auch die Gabelstapler unserer Marke Linde so auch erhältlich waren. Und das Ganze ist mittlerweile also in diesem Markt auch hin zur Elektromobilität. In den letzten Jahren hat sich es entwickelt. Mittlerweile sind mehr Stapler elektrisch als verbrennungsmotorische. Also da tut schon der Markt seiniges. Aber wenn man jetzt mal schaut, was haben wir für eigene Einflussbereiche, wo können wir selber handeln, dann sind es natürlich viele Themen. Also im Moment sind wir dabei, auch unsere eigenen CO2-Emissionen zu ermitteln, um dann auch eine Roadmap zu erstellen für die Senkung der CO2-Ausstoße. Wir sind 2016 in zwei Firmen eingestiegen, eine, die sich mit Photovoltaik beschäftigt und dann auch ein Energie-Startup, das ist CreditX, die machen also auch ähnliche Lösungen, wie das vorhin von Siemens auch angeklungen ist, also intelligente Ladesysteme anzubieten. Und so haben wir also auch dieses Startup mit unterstützt und bieten diese Lösungen auch für unsere Kunden letztlich an. Also es ist so, dass wir also einmal versuchen, bei uns selber dafür zu sorgen, indem wir sinnvolle Lösungen einsetzen, dort wo es hinpasst, Elektromobilität auch im Fuhrpark einzusetzen, oder wir sind gerade dabei, auch dafür zu sorgen, dass wir an unserem einen Standort am Eisenacher Flugplatz auch eine Wasserstofftankstelle, eine Infrastruktur dort hinzubekommen. So sind es halt entsprechend viele Bausteine, die wir da selber auch umsetzen. Und Sie haben ja aber auch nochmal einen ganz neuen Weg eingeschlagen mit der Luftfahrt, mit dem Ziel klimaneutrales Fliegen. Da interessiert mich, was da Ihre Vision ist und auch, wenn man nochmal so einen ganz neuen Weg geht, gibt es da etwas, was Sie heute wissen, was Sie aber ganz am Anfang gerne gewusst hätten, was Ihnen diesen Einstieg, diese Änderung, den Prozess erleichtert hätte? Ja, die Luftfahrt, dieser Einstieg, der ist so 2015 in mehreren Projekten geschehen. Und es ist so, auch wenn vorhin angeklungen ist, natürlich können wir heute vieles auch digital ersetzen, aber ich gehe davon aus, dass es auch in Zukunft ein Mobilitätsbedürfnis gibt. Menschen sind soziale Wesen, wollen sich auch mal treffen. Und gerade wenn es um wichtige Sachen geht, dann lohnt es sich halt auch. Ich meine, wir sind zwar hier in Eisenach in der Mitte Deutschlands angesiedelt und können theoretisch alles mit dem Auto erreichen, aber gehen wir mal davon aus, dass auch eine Reise nach West- oder Süddeutschland dann mal 4-5 Stunden dauert und dann ist eigentlich nicht mehr viel Zeit für ein Treffen da. Also gehe ich schon von aus, und da tut sich ja im Moment auch viel in Richtung Urban Air Mobility, dass auch der Bedarf da sein wird und die Nachfrage, dass Menschen fliegen. Und das sollte natürlich grün passieren. Das heißt, wir sind mit unterschiedlichen Themen dran. Mit unserer Marke Flight Design haben wir einen Elektroflieger mit der F2E schon in die Luft gebracht. Wir haben ein Projekt mit Horten Aircraft, das sich hervorragend für den Betrieb mit Wasserstoff eignet, und haben auch noch andere Themen, Lastendrohnen, wo E-Fuels zum Einsatz kommen sollen. Ich stelle mir aber die Frage, auf die Vision angesprochen, ob denn überall Senkrechtstart unbedingt die Antwort sein muss. Denn wenn wir jetzt mal, es gibt ja zwei sehr namhafte Projekte in Deutschland, das eine ist Volocopter, schätze ich sehr, und gibt auch Lilium. Und da ist es so, dass beispielsweise
aus einem Forbes-Artikel und auch Aero-Kurier hat das Projekt schon kritisch beleuchtet, hervorgeht, dass also der Startvorgang im Senkrechtstart so viel Energie verbraucht wie bei einer Boeing 787. Und dann stelle ich mir schon die Frage, gehen wir gut mit der Energie um? Und ist es nicht auch sinnvoller, wenn wir mit konventionellen Start- und Landungen dann eher solche Mittelstrecken von 300, 400, 500 Kilometern auch überwinden? Also meine Vision ist, dass wir dort eher auch die vorhandene Infrastruktur nutzen, anstatt jetzt irgendwo neue Ports überall zu bauen und dort wieder mit Beton, CO2 ungünstig zu handeln und die über 400 Verkehrs- und Sonderlandeplätze in Deutschland zu Mobilitätszentren umzuwandeln, die dann halt auch an die jeweiligen Städte angebunden sind. Also das ist so ganz kurz Abriss zu meiner Vision. Und wir arbeiten daran, also unseren Eisenacher Flugplatz auch zu so einem Mobility Center umzuwandeln und werden auch einen Green Aviation Accelerator dort aufbauen, wo wir also ein Nukleus für die nachhaltige Luftfahrt anbieten wollen in Zukunft. Und als Sie da 2015 den Einstieg gemacht hätten, da interessiert es mich auch einfach noch, was waren denn da die Herausforderungen und den Prozess, den Sie jetzt in den letzten 6 Jahren hingelegt haben? Was hätten Sie gerne damals gewusst, was Sie heute aber gelernt haben? Ja gut, ich sage mal, wir sind in verschiedene Projekte eingestiegen und eins war mit dabei. Ich denke, dass immer alles seinen Nutzen hat, aber da war ich damals der Überzeugung, weil das einfach ein tolles Produkt ist. Es handelt sich um einen Tragschrauber und ein Startup hat den entwickelt und der sieht wirklich toll aus, Business Class Gyrocopter. Und es war offensichtlich, dass das Startup das nicht alleine hinbekommt. Und ich bin davon ausgegangen, dass wir ja mit der Energie unserer Gruppe dort ein anderes Feuer entfachen können und können auch dieses Produkt zum Erfolg führen. Allerdings ist es so, dass wir da in einem sehr schwierigen Marktumfeld sind und letztlich die Nachfrage, wenn dort also ein Markt eher stagniert oder schrumpft, dann kann man das tollste Produkt haben und hat dann trotzdem seine Schwierigkeiten in der Vermarktung. Ja? Also da habe ich auf jeden Fall draus gelernt, dort wirklich noch viel genauer hinzuschauen, wie dann wirklich die weiteren Absatzmöglichkeiten auch aussehen. Was für Veränderungen mussten Sie denn auch immer etablieren in der Unternehmenskultur? Denn solche Veränderungen, die müssen ja auch immer mitgetragen werden von allen Mitarbeitern. Wie versuchen Sie, die immer abzuholen? Ganz ehrlich, den Begriff abholen oder auch teilweise mit ins Boot nehmen oder so, mag ich ehrlich gesagt nicht so ganz, denn das bedeutet ja meistens, dass davon abgesehen, dass man die Frage stellen könnte, ob jemand, der am Straßenrand steht, auch abgeholt werden möchte, aber das nur nebenbei nicht, geht mir eher darum, dass ja viele Veränderungen genau mit dem Duktus irgendwo vorgedacht werden und dann denken wir uns an der Chefetage was auch. So, und jetzt müssen wir noch die Mitarbeiter abholen. Ja? Und das ist nicht unbedingt mein Einsatz, sondern ich plädiere dafür, genau hinzuschauen, was sind so die eigenen Themen, wo sollte die Entscheidung dann bei mir als Chef liegen, was wichtige, große strategische Entscheidungen sind. Aber dann eher dort die Entscheidungen treffen zu lassen, wo die Menschen auch näher an den Problemen sind. Das sind wir auch wieder bei unserem Thema Zentralismus versus Subsidiarität. Und da bin ich Verfechter davon, dass die Menschen halt selber entscheiden und da muss man sie auch nicht ins Boot nehmen. Ja. Und das ist aber eine Schwierigkeit in der Abgrenzung, wo ist dann wirklich die Zuständigkeit der Einzelnen? Und ich glaube, was nicht funktioniert, um auf das Thema Unternehmenskultur zu kommen, dass man versucht, jetzt die Unternehmenskultur als Wunschkultur festzulegen oder ähnliches. Ich erlebe das manchmal, die meist uniformen Leitbilder oder von irgendwelchen Wunschwerten, die dann auf den Homepages stehen oder an den Wänden und dann vielleicht schlimmstenfalls von den Mitarbeitern müde belächelt werden, weil vieles gar nicht einhaltbar ist im täglichen. Jede Festlegung auf einen Wert bedeutet ja, dass man den Gegenwert ausschließt, beispielsweise Offenheit versus Verschwiegenheit. Ja, das hat beides seinen Wert und wenn man diesen Diskurs nicht aushält, sondern sich dann auf eins festlegt, habe ich festgestellt, dass das Schwierigkeiten mit sich bringt. Wir haben selber diesen Weg
seinerzeit ja so 2011 eingeschlagen, indem wir dann solche Werte definiert haben. Aber ich habe mittlerweile gelernt, dass das auch eine Krux ist und auch Nachteile mit sich bringt. Und wenn wir davon ausgehen, dass also Unternehmenskultur eher als Abbild oder als Gedächtnis einer Organisation funktioniert, dann ist es unentscheidbar und der Versuch, Unternehmenskultur aktiv zu gestalten, ist ähnlich sinnvoll wie Pudding an die Wand zu nageln. Herr Lindig, dann danke ich auch Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns diesen Einblick gewährt haben in Ihr Unternehmen. Ja, Herr Kienbaum, wir haben jetzt ganz viel gesprochen, verschiedene unterschiedliche Perspektiven gehört, wie Unternehmen tradierte Geschäftsmodelle überwinden, aufbrechen oder gar nicht erst aufbrechen müssen, weil sie irgendwie schon einen ganz neuen Weg gehen. Was ist Ihr Eindruck? Welches Fazit können Sie schließen? Was nehmen Sie aus dem Gespräch mit raus? Also ich nehme zwei Punkte, die mir gefallen haben. Einerseits haben wir, glaube ich, alle erkannt, es wird nicht unherausfordernd in der Zukunft, aber wir sehen große Chancen, umarmen sie und wollen sie ihnen dann beherzt widmen. Und zu guter Letzt, die Ausführung von Herrn Lindig hat mir sehr gefallen, weil ich so von der Auffassung von Führungsphilosophie total bei Ihnen bin. Dieser Punkt abholen und mitnehmen und so weiter, das kann man, glaube ich, umgehen, indem man eben diese frühe Einbindung hinbekommt. Da sprechen wir, glaube ich, auch davon, das ist sicherlich auch ein Thema. Führung verändert sich ja dahingehend, irgendwie die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, die Menschen maximal zu befähigen, damit sie dann auch mehr Eigeninitiative, Eigenverantwortung, Autonomie ausleben, leben und die Verantwortung übernehmen können. Und das ist mein Fazit für heute. Ich glaube, wenn uns das gelingt in einem großen Kontext, nicht nur als Bürgerinnen und Bürger, sondern auch in unserem unternehmerischen Kontext, dann werden wir das Transformationsjahrzehnt zu einem goldenen machen. Mhm. Herr Kienbaum, dann danke ich für dieses tolle Schlusswort. Kann ich jetzt elegant den Bogen schließen, mich nochmal ganz herzlich bedanken an Sie als unseren Partner, unseren Host, Fabian Kienbaum, CEO bei Kienbaum Consultants. Ganz herzlichen Dank an alle unsere Gäste, an Bettina Rothermund von Siemens, vielen Dank, an Sven Lindig von Lindig Fördergruppe und an Thomas de Boer von The Zone. Auch nochmal ganz herzlichen Dank für alle, die zugeschaut haben. Vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihr Interesse. Wir kommen auch wieder mit unserem Format, mit neuen spannenden Themen. Und wenn Sie möchten, dann schalten Sie sich einfach wieder live dazu. Dann wünsche ich bis dahin alles Gute und eine schöne Zeit. Tschüss.